Ja, wir gucken uns heute ein Video an mit bewegten Bildern und Farben. Und das Video heißt einfach nur Rhabarber Barbara. Und das ist ein Videovorschlag, ne? Also wir gucken da jetzt mal rein, was da jetzt auf uns zukommt. Bin gespannt wie Flitzebogen. Die liebe Barbara. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Aha. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Und nicht nur für den ausgezeichneten Rhabarberkuchen, auch für die scheiß Frisur und dass die unterschiedliche Schuhgrößen hat. Auf der einen Seite hat sie 66, auf der anderen Seite hat sie 37. So gerne Wollte schon Barbaras sagen. Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie Okay. eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbara-Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Barbaren nannte. Die Rhabarber-Barbara-Barbaren hatten wunderschöne dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Barbara-Barbaren ihren Rhabarber-Barbara-Barbaren pflegten, gingen sie zum Barbier. Und der Papier heißt Rhabarber. Und so weiter und so fort, Papier. Der einzige Barbier, der einen Rhabarber-Barbara-Barbaren bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen. Moment, der hat immer Rhabarber vergessen. Das sehe ich doch hier. Nochmal, warte mal. Bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen. Nee, warte mal. Der einzige Barbier, der einen Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart bearbeiten konnte, wollte das natürlich Keine betonen Ahnung, und wird schon nannte so sich sein. Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart Barbier. Der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart Barbier kannte von den Rhabarber-Barbara-Barbaren Rhabarber-Barbaras herrlichen Rhabarberkuchen und trank dazu immer ein Bier, das er liebevoll Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart Barbier Bier nannte. Das Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart Barbier Bier konnte man nur an einer ganz bestimmten Bar kaufen. Die Oh nee, Verkäuferin des jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Rhabarber-Barbara-Barbier-Bieres an der Rhabarber-Barbara-Barbara-Barbier-Bierbar hieß Bärbel. Nach dem Stutzen des Ey! Rhabarber-Barbara-Barbara... Guck mal. Das ist ein Kinderfoto von mir. Finde ich gut, dass ein Kinderfoto von mir mit hier eingefügt wurde. Aber ich muss dazu sagen, ich habe die AGBs durchgelesen und nirgendwo stand drin, dass meine Bilder zur freien Verwendung benutzt werden dürfen. Das heißt, ich möchte bitte, dass mein Kinderbild hier entfernt wird. Ich möchte das nicht. Aber ja, ist ein Kinderfoto von mir. Ne? Da war ich 12. Hatte noch keine Zahnspange. Ich weiß, sieht man ein bisschen. Aber, ne? Des Rhabarber-Barbara-Barbarenbarts geht der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Barbier meist mit dem Rhabarber-Barbara-Barbaren in die Rhabarber-Barbara-Barbaren-Barbier-Bierbar zu Rhabarber-Barbara-Barbaren-Barbier-Bierbar-Bärbel, um sie mit zur Rhabarber-Barbara-Bar zu nehmen, um mit etwas Rhabarber-Barbara-Barbaren-Barbier-Bier von Rhabarber-Barbaras herrlichen Rhabarberkuchen zu essen. So. Ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand von euch diese Geschichte verstanden hat, aber selbst wenn, es sind ja eigentlich auch nur 2 Minuten eures Lebens, die verschwendet wurden. Ja, danke. Warum tun sie sich das eigentlich an? Ja, das frage ich mich gerade auch, wieso ich mir das angetan habe. Mein Gehirn hat gerade Bumm gemacht. Ich habe aber zum Glück noch eine Sicherung. Da muss ich mal wieder reinmachen, dass mein Gehirn wieder funktioniert. Ist ja nicht mal, mein Gehirn braucht man nicht mal so viel Leistung. Ja, also, ich habe es verstanden. Die gute Dame macht Rhabarberkuchen. Ihre Stammgäste sind die drei Barbaren. Die Barbaren gehen zum Barbier, um den Rhabarber, irgendwie so, ne? Wisst Bescheid, den Bart zu machen. Moment, wie war das jetzt noch? Und die trinken gerne Bier. Sowas. Genau, die trinken gerne Bier.
Mit dem Barbier aber zusammen. Dafür gehen die aber in eine, übrigens bin ich das immer noch. Dafür gehen die in eine Bar. Nein, halt, das wollte ich gar nicht. Dafür gehen sie in eine Bar, um Bier zu trinken. Und sie hat am Ende einen Stand, wo sie einen Rhabarberkuchen verkaufen kann. Viel lustiger wäre es, wenn die am Ende gar keinen Rhabarberkuchen verkauft, sondern wenn die irgendwie Kuchen, Quarkkuchen einfach verkauft. Einfach die Leute übelst verarschen, richtig verarschen und sagen, ja, hä, du bist wegen mir bist du 3 Meter gelaufen und ich hab dich so verarscht. So verarscht. Ich würde es machen. Nee, alle sind so scheiße wie ich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir bitte in den Kommentaren oder auf Twitter oder auf Facebook. Auf Twitter, Instagram oder YouTube. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.